Olli, wie war die Toskana? Sehr heiß. Damit verabschieden wir uns. Wir werden keinen weiteren Stopp in der Toskana einlegen. Der Lago di Trasimeno liegt bereits in Umbria. Und Abfahrt. Letzte Nacht vor der Fähre. Wir werden irgendwas am Weg suchen oder am See bleiben. Schauen wir mal. Wir sehen uns in Umbria am Weg zur Fähre. Ciao, Toskana. Ciao. Prima. Wir sind Ola und Gerfried und wir bereisen Europa mit dem Camper. Letztes Jahr waren wir 4 Monate in fast ganz Europa unterwegs. Und diesmal reisen wir 6 Wochen durch den Frühling. Verdunklung auf Gerfrids Seite ist seit 3 Wochen kaputt und heute ist sie auf meiner Seite auch mal kaputt. Wenn die Eule von 3 Wochen spricht, dann meint sie damit September 2021. Jetzt nur mal, damit ihr eine Vorstellung bekommt von Eulers Zeitgefühl. Das stimmt gar nicht. Das stimmt. I disagree. Es ist 18 Uhr, die Temperaturen sinken langsam und jetzt wird das Sprachzentrum dann schon langsam wieder aktiv, denn heute Nachmittag sind wir echt so dagelegen. Deswegen sind wir hier einfach zum Seeufer gefahren am Lago di Trasimeno und haben da die Nachmittagsstunden verbracht. War sehr schön, wir waren nicht am Strand drüben, dort kostet der Sonnenschirm 10 Euro für einen Halbtag, das war uns dann so um 15, 16 Uhr auch ein wenig zu viel. Und so haben wir einfach unser eigenes Equipment hier ans Ufer getragen, unter den Schatten der Bäume gestellt und es war ziemlich fein. Kaffee und Getränke gab es auch aus der Camperküche und dann ein Eis vom Kiosk. Jetzt überlegen wir uns, ob wir abends noch ein Stück weiterfahren. Wir haben noch etwas über 2 Stunden bis Ancona und einmal muss man da über die Berge drüber auf 1000 Meter und es bietet sich vielleicht an, um eine kühle Nacht zu verbringen, wenn wir da oben auf 1000 Meter einen Übernachtungsplatz fänden. Das klingt nach einer vernünftigen Idee, aber noch sind wir zu lethargisch und wollen uns nicht wirklich hier wegbewegen. Der Lago di Trasimeno ist einigermaßen riesig, sieht man zwar auf der Karte, aber es geht irgendwie unter, weil ja auch Italien nicht so klein ist. Und wenn man Italien in seiner Gesamtheit betrachtet, sieht das Ganze nicht so groß aus. Aber wenn man dann am Ufer steht, dann sieht man, dass das ein See ist, an dem man wahrscheinlich auch 3 Wochen problemlos verbringen könnte, ohne alles gesehen zu haben. Unzählige Orte, ein riesiger Umfang, ganz viel Küste. Und offensichtlich ist er nicht allzu touristisch. Wir konnten problemlos hier jetzt den Nachmittag verbringen. Der Parkplatz ist riesig, kostet auch nichts. Am Wochenende sieht es wahrscheinlich etwas anders aus, aber heute war er relativ leer. Sonnenschirme gibt es wie in Italien überall üblich, auch hier zu mieten. Aber man kann sich auch problemlos mit den eigenen Campingmöbeln am
Strand ausbreiten und es gibt auch einen öffentlichen Strand, wo man nichts bezahlen muss. Da hinten wäre ein Campingplatz und auch sonst gibt es hier Bars, Restaurants, also man wird versorgt, selbst hier an diesem nicht allzu touristischen Abschnitt. Zu dieser Insel könntet ihr auch fahren. Hin und retour kostet 5 Euro pro Person, ist gar nicht so wild. Und die Tickets gibt es direkt am Boot offensichtlich. Oder ihr kapert euch selbst ein Boot. Wir haben noch immer nicht entschieden, ob wir heute hier bleiben oder ob es noch mal ein Stück weiter geht. Die Orla hat gerade Hunger angemeldet. Jetzt werden wir mal unter die Lupe nehmen, was es hier zu essen gibt. An dem Kiosk wird Pizza angeboten, aber das sieht nicht groß genug aus. Und es ist nur ein Mädel hinter der Theke. Also ich glaube nicht, dass die frisch Pizzateig knetet, sondern das wird wohl eher Tiefkühlpizza sein. Und das muss man in Italien jetzt ja nicht unbedingt haben. Und insofern schauen wir mal, was die Alternativen sind. Und wenn es keine gibt, dann werden wir selbst was machen. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist, wie es hier mit dem Baden aussieht. Wir selbst waren jetzt nicht im Wasser und das Wasser sieht hier, ganz ehrlich gesagt, nicht besonders schön aus. Algenteppiche und irgendwelche Bläschen im Wasser. Ob das jetzt Verschmutzung ist oder was Natürliches, Biologisches, kann ich euch nicht sagen. Aber es war auch sonst niemand im Wasser. Es liegen einige am Strand, aber im Wasser war niemand. Ob das Gründe hat, keine Ahnung. Vielleicht ist hier auch einfach kein Badebereich, hier im Bereich des Yachthafens, vielleicht muss man da an eine andere Stelle des Sees fahren. An dieser Stelle ein paar Worte zur Sicherheit. Italien ist ein wenig ein heißes Pflaster. Wir wissen das aus eigener Erfahrung. In meiner Kindheit wurde das Wohnmobil meiner Eltern mehrfach aufgebrochen, vor dem Restaurant, am Strand, überall eigentlich. Und auch selbst ist uns der Camper schon mal geknackt worden. Da waren wir 5 Minuten weg und wollten einen Campingplatz besichtigen, hatten vor dem Campingplatz geparkt und zack, war das Türschloss kaputt und alle Elektronik weg. War damals sehr ärgerlich, denn das war der vorherige Camper und der war schon etwas älter. Das Schloss zu bekommen war die größte Herausforderung an dem Ganzen. Den Rest hat die Versicherung bezahlt, also insofern nicht so schlimm, aber sehr, sehr ärgerlich. Und vor allem das Schloss war nicht mehr zuzusperren. Und man fühlt sich nicht so toll, wenn man nachts nicht zusperren kann. Wir sind in Italien entsprechend vorsichtig und vor allem in größeren Städten versuchen wir, bewachte Stellplätze zu finden, bewachte Parkplätze, wo man sich ein wenig in Sicherheit wiegen kann. Passieren kann immer was, aber irgendwo muss es dann auch ein Ende haben und hier wollen wir jetzt nicht in der prallen Sonne im Camper sitzen den ganzen Tag und den bewachen, sondern wagen uns dann doch halt auch mal weg. Kalkuliertes Risiko. Der Parkplatz sieht okay aus, wir haben kein unsicheres Gefühl, aber natürlich, gerade dann kann was passieren und wir können es nicht ausschließen, aber wir wollen uns die Zeit dann nicht so einschränken lassen, dass wir jetzt nur mehr die Wächter des Campers sind, sondern wir wollen natürlich die Zeit trotzdem genießen und irgendwie versuchen wir halt ein Mittelmaß aus Vorsicht und einem Rest an Unbeschwertheit zu finden. Was wir in dem Fall machen ist, wir haben die Rucksäcke mit, wo die ganzen Wertsachen drinnen sind, damit im Fall der Fälle ja das Ärgernis relativ gering ausfällt. Man liest auch sehr oft, dass Elektronik sogar liegen bleibt. Das ist den Dieben oft zu umständlich, die wieder loszuwerden und es wird nur nach Bargeld gesucht. Da hätten sie bei uns sowieso Pech. Bei den Freistellplätzen hatten wir eigentlich keine Bedenken. Also es ist dann nicht so, dass ich die ganze Nacht wach bin und auf einen Einbrecher warte. Wir suchen sie halt auch entsprechend aus nach Bauchgefühl und schauen uns das sehr genau an. Lässt sich gut bereisen. Passieren kann immer was und wenn was passiert, dann ist man natürlich genervt und will vom Land, wo es passiert, wahrscheinlich längere Zeit nichts wissen. Wir waren nach unserem Einbruch auch lange nicht mehr in Italien. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt die letzten 10 Tage, wie lange waren wir in Italien? 7 Tage. Ich habe mich die letzte Woche schon wohl gefühlt und sicher genug. Also es war nicht so, dass ich jeden Moment mit dem aufgebrochenen Camper gerechnet hätte, aber durch unsere Erfahrungen weiß ich halt, dass das schnell gehen kann.
Und insofern sind wir weiterhin vorsichtig. Ja, so viel zum Thema Sicherheit in Italien. Ist leider schon ein Land, wo man vorsichtig sein muss. Aber man darf nicht zu vorsichtig sein, denn sich nur zu fürchten, nimmt dann ein wenig die Freude am Ganzen. Und das ist ja nicht Sinn des Reisens. Guten Morgen, der Morgen hier am Lago di Trasimeno startet nochmal mit einem guten Frühstück, mit Aufräumarbeiten, Kontrolle des Reifenluftdrucks, denn bevor es auf die Autobahn geht, schadet es nicht, wenn wir das nochmal begutachten. War aber alles in Ordnung und jetzt geht's dann los über die Apenninen in Richtung Ancona. Ola braucht ein bisschen zum Fertigwerden. Und mir rinnt der Schweiß schon wieder vom Gesicht. Es ist so heiß. Aber jetzt gehen wir es an, ab in die Berge. Es wird Zeit, wir haben nur mehr 100 Kilometer Restreichweite und es ist noch eine Weile bis Ancona. Das wird jetzt schmerzen. An Perugia sind wir vorbei. Getankt haben wir ein bisschen. 80 Euro los geworden, der Tank ist nicht mal halb voll. Es ist eine Katastrophe, die Zeit, aber was soll's. Wir haben jetzt wieder locker genug, um uns dann auch in Kroatien noch eine Weile fortbewegen zu können. Und jetzt sehen wir im Hintergrund schon die Apenninengipfel aufragen. Die sind gar nicht so klein. Wir freuen uns jetzt schon auf etwas kühlere Luft. Asphalt im Fährhafen machen, machen wir es lieber hier in den Bergen. Und fahren jetzt etwa eine Viertelstunde von der Autobahn weg, hinauf in die Berge, um dort dann Mittag zu essen und die Zeit ein wenig zu genießen. So schön das Unterwegssein auch ist, nur die Landschaft genießen können wir nicht, denn diese Videos zu erstellen ist ziemlich viel Arbeit. Falls du uns dabei unterstützen möchtest, kannst du hier Kanalmitglied werden oder uns auf Steady supporten. Die Links dafür findest du unter der Videobeschreibung und wir danken an dieser Stelle allen unseren bisherigen Unterstützern. Dankeschön! Die Entsorgungsstation ist hier zwar so, dass man sich die Reifen leicht ruinieren kann, aber sonst kann man nichts sagen. Das hier ist ein kostenloser Campingplatz, so quasi. Leider gibt es kein Trinkwasser mehr. Das hätte es da wohl geben sollen, aber ist nichts mehr drinnen. Also entsorgen kann man noch, Wasser bekommt man keines, aber da hinten könnte man Geschirr waschen sogar. Es ist super
super hier, ein kostenloser Campingplatz, unglaublich. Das Ellbogenanker. Kaffeeproduktion kann Schmerzen verursachen. Genau. So ist das. Das war eine super Pause hier auf etwa 1000 Meter in den Apenninen. Und hier gibt es einen kostenlosen Campingplatz. Sogar Möglichkeiten zum Geschirrwaschen außerhalb des Campers. Und das hat jetzt genau gepasst für 2 Stunden Pause. Am Weg von der Toskana nach Ancona, wo wir heute die Fähre nach Kroatien nehmen. 19.45 Uhr ist Abfahrt, 2 Stunden vorher muss man spätestens dort sein. Heißt auf der Reservierungsbestätigung, keine Ahnung warum so früh, aber ist halt so. Und wir wollen uns dann noch etwa 1 Stunde puffern lassen. Wir sind 1 Stunde Fahrt noch entfernt, also eigentlich harmlos. Wir rollen jetzt den Berg wieder auf der anderen Seite runter und dann versuchen wir, das richtige Terminal im Hafen zu finden. Das ist ja in den meisten Häfen nicht unbedingt ein großer Spaß, aber wir werden es schon hinkriegen. Oliver, fahren wir hin? Nach Ancona zur Fähre. Diese Gegend haben wir uns gerade auf die To-Do-Liste für eine andere Reise gesetzt. Das ist wirklich schön hier und vor allem so natürlich und untouristisch. Hier ist noch alles echt. Die Leute grüßen freundlich von der Straße aus, sind noch nicht müde von den Touristenhorden. Schön. Tiefer und wir beginnen bereits wieder zu schwitzen. Die Temperatur ändert sich da mit jedem Meter, den man absteigt, und man spürt es schon wieder. Und da sehen wir den Hafen auch schon. Die Fahrt hat gut geklappt, keine Verzögerungen bis jetzt. Jetzt müssen wir nur noch die Ancona Rush Hour überstehen und dann sind wir da. 12 Kilometer noch, 20 Minuten laut Navi. Das lässt uns noch eine Dreiviertelstunde zum Einchecken. Das passt genau. Ja, für uns geht's ab nach Kroatien. Doch davor müssen wir erstmal das Chaos im Hafen von Ancona überstehen. Ohne dieses Gitter wird's besser funktionieren. Chaos. In diesem Moment not possible. Das war wohl nichts. Warten, warten, in der Hitze braten. So, 11. Keine Ahnung, wie sich die Kollegen das vorstellen. Ich mag die Italiener echt gern, aber habe ich schon mal erwähnt, dass sie nicht Auto fahren können? Und das nächste Hindernis. Wir arbeiten uns Meter für Meter voran. Wann wir endlich aufs Schiff kommen, wie unsere Luxuskabine aussieht und wie wir es dann schaffen, die Überfahrt einigermaßen erträglich zu gestalten, erzählen wir im nächsten Video. Einstweilen alles Gute und bis dann!